Moinsen und herzlich willkommen zur 68. Folge von The Book of Unwritten Tales 2. Wir haben in der letzten Folge einiges geschafft. Wir haben diesen Türmechanismus gelöst, hatten viele Probleme und Bugs. Ich musste das Ganze nochmal offline machen und stehe jetzt diesmal ganz vor der Tür. Wir sind nicht durch Wände gelaufen und hoffe, dass wir jetzt da durchkommen. Also, ich habe es noch nicht selbst versucht. Und wir werden jetzt gemeinsam gucken, ob der Bug endlich entfernt ist, weil das ist das erste Mal, ich habe 4-5 Mal versucht, das erste Mal, dass der nicht durch die Wände gelaufen ist, der Charakter. Ich weiß nicht, warum jetzt plötzlich am Ende des Kapitels so viele Bugs aufgetreten sind in den letzten Folgen, aber mal schauen. Wir betrachten die Tür und siehe da, er dreht. Und wir laufen nicht da unten rum. Und wir werden jetzt sofort auch die Grabkammer betreten, bevor noch irgendwas passiert. Wow. Die Grabkammer des Pharao Tutut. Tutut. Ja, das ist er. Habt ihr jemals so einen hässlichen Kerl gesehen? Die Zähne, Mann. Ist das da wohl das Buch der Toten? Sieht so aus. Holen wir es und dann nichts wie raus hier. Was? Nein! Oh, klar. Der hässliche Pharao. Wow, das ist beeindruckend. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir sowas früher hatten. Ihr habt mich konstruiert, ehrwürdiger Tut, Tut. Ehrwürdiger Tut, Tut? Ehrwürdiger Tut, Tut? Ja. Du bist Pharao Tut, Tut? Scheint so. Hey du, befreie mich von dem hier. König Tut ist wieder da. Hurra. Ach du Scheiße. Ich schätze, es ist okay, wenn wir das Buch der Toten jetzt mitnehmen. Wie kommst du darauf, Sterblicher? Ich bin nicht Gott, König der Wüste geworden, indem ich meine Sachen verschenke. Die Mumie, ey. Was zur Hölle. Oh, ich glaube, wir müssen hier so ein blödes Spiel machen. Ein Brett mit 5, 9, 16 Kugeln, die eine Art Pyramide bilden. Keine Ahnung, was das ist. Reden wir mal mit ihm? Schaut ihn euch an. Sitzt da wie ein Pharao. Reden wir doch mal mit ihm. Es ist zwar wieder anstrengend, aber wir müssen wahrscheinlich. Hi. Sei gegrüßt, Untertan. Hast du Pharao Tutut nicht verrückt genannt? Ich bin ziemlich sicher, dass du vor der Pyramide vom verrückten Pharao Tutut gesprochen hast. Daran würde ich mich doch wohl erinnern. Als wir hier reinkamen, hast du dich selber hässlich genannt. Und ich würde das Wort des Pharao nie anzweifeln. Du bist verrückt und hässlich. Wo bin ich? Eine beeindruckende Statue hast du dort. Zu deiner Zeit schon Golems gab. Natürlich gab es sie. Ich habe sie erfunden. Wie hätten wir ohne riesige lebende Steinstatuen die Pyramiden errichten sollen? Mit Seilen, Schlitten und viel Muskelkraft? Immer wenn ich eine Golem-Geschichte höre, endet sie in einer Katastrophe. Ach was. Der kleine Willi Buau. Maßvoll einsetzt, passiert nichts. Unser blühendes Lorem Ipsum da draußen ist der Beweis dafür. Ja, genau. Ich brauche das Buch und du schuldest mir was. So. Du hast es, ich brauche es. Was genau willst du mir damit sagen? Findest du nicht, dass du mir etwas schuldest? Dir etwas schulden? Ohne mich wärst du nie hier reingekommen. Ich habe die Pyramide geöffnet. Ich habe zusammen mit meinen Freunden das Tor zur Grabkammer geöffnet. Ich habe dich sogar die Hälfte der Zeit auf meinem Rücken herumgetragen. Kennen wir uns? Was ist das da drüben für ein Brett? Das mit den Kugeln. Brett und den Kugeln auf sich. Das ist das Nimmspiel. Mein Lieblingsspiel. Ich bin unschlagbar darin. Tatsächlich? Wie funktioniert es? Also, man muss... Ja, genau. Jeder von uns darf abwechselnd eine beliebige Menge von Kugeln vom Brett nehmen.
aber immer nur Kugeln aus einer Ebene der Pyramide. Und wer die letzte Kugel nimmt, der hat verloren. Willst du eine Partie spielen? Ja, er fängt an. Du fängst an. Tja, aber nur das ist, wollen wir. Ja, ich fange an. Na los. Eieiei. So, wir nehmen jetzt hier mal alle. Zack, boom. Okay, ich glaube, den haben wir gewonnen. Nee, doch nicht. Verdammt! Tja, ich hab gewonnen. Aber nur mit Glück. Das ist kein Glück, das ist Strategie. Wollen wir. Ich fange an. So, wir nehmen hier jetzt zwei raus, wie auf diesem komischen Bild. Nehmen wir den. Nehmen wir die. Ja, du hast gewonnen. Natürlich. Heida. Pharao ist ziemlich gut in diesem Spiel. Ich glaube zwar, dass ich ihn besiegen könnte, aber... Mit Zeitmanipulator? Schauen wir doch mal. Benutze einfach das Zeitmanipulationsdings mit dir und der Statue, schnappe mir das Buch und spaziere hier raus. Und Augenblicke später wacht mein Golem auf und wird dich bis ans Ende der Welt verfolgen. Genau. Kennst du den Ausdruck hartnäckig wie ein Golem? Ich finde, dieses Artefakt ist nicht so hilfreich, wie es zunächst erscheint. Hi. Sei gegrüßt. Wegen des Nimmspiels. So, du fängst an. Los geht's, du fängst an. So. So. Holy shit. Tja, ich hab gewonnen. So. Nur mit Glück. Das ist voll. Los. Nochmals. Manchmal falsch. Duck, 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 duck. Aber nur um das wollen. Ich fange an. Ja, mit Ivo? Alter, warte, was ist da los? Mit der richtigen Strategie könnte Nate den Pharao vielleicht... Aber es ist Nate, der hat keine Strategie. Pharao... Wir sollten schummeln, nur wie?
Wie können wir schummeln? Hi. Wegen dem Nimm-Nimm-Spiel. Ja, und Ivo, warum schaust du nicht so lange ein wenig hier herum? Na klar. Ivo, wie wär's, wenn du dich ein wenig hier umschaust, solange der Pharao und ich aufs Spiel konzentriert sind? Alles klar. Also schön, wie fange ich an? Okay. Wir können uns das Buch der Toten nicht mit... Ein Tunnel? Den habe ich noch nicht gesehen. MacGuffin könnte diesen Tunnel gegraben haben, als ihm der Rückweg versperrt war. Wenn das stimmt, müsste er an die Oberfläche führen. Okay. Machen wir das Spiel. Beim Nimm-Spiel nehmen die Spieler abwechselnd beliebig viele Kugeln vom Brett, aber immer nur aus einer Reihe. Wer die letzte Kugel nimmt, hat verloren. Beeindruckend. Zusammen mit Lorem Ipsum sind viele Geheimnisse der Ingenieurskunst verschwunden. Selbst heute könnten nur wenige solche eine Statue konstruieren. Mann. Mit der richtigen Strategie könnte... Aber es ist Nate. Ja, wir wollen auch schummeln. Pharao. Er ist voll und ganz auf das Spiel konzentriert. Okay, aber was können wir jetzt machen? Wir wollen ja schummeln. Oh, da. Hier ist doch noch was. Selbst für einen erfahrenen Archäologen und Schatzsucher wie MacGuffin dürfte es bemerkenswert gewesen sein, eine lebendige Mumie gefunden zu haben. Ich kann es Tut nicht verdenken, dass er mit ihm gegangen ist. Muss langweilig sein, dort in der Dunkelheit zu liegen. Die Statue bewacht die Grabbeigaben und gehorcht nur dem Pharao. Sobald sich jemand dem Buch der Toten nähert, hat sie ihn im Blick. Verdammt! Tja, aber nur mit das ist kein Glück, das ist, wollen wir noch. Na klar, also schön. Nein. Ja, du hast gewonnen. Wir geben Ivo den Zeitmanipulator. Lieber nicht. Ich weiß nicht, wie sicher das Ding ist und... Hi! Sei gegrüßt. Ja. Das ist schon mal richtig. Wir können jetzt mit Ivo hier irgendwas machen, nur was. Wir können uns da... Beim Nimm-Spiel, wer die... So, der Pharao guckt jetzt weg. So. Ja, ne. Hi. Sei. Wegen dir. Ja. Na. Mann, ich weiß es noch nicht. Das war's doch wieder.
Mann. Obwohl, nein, doch nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du verlierst. Okay, aber... Ja, du hast... So, also... Also. Sei. Wegen. Ja. Los geht's. Du fängst an. So. Okay, wenn du mir jetzt, hier kann er schon mal nicht mehr beenden. Das wegnehmen. So, jetzt wird's halt spannend. Jetzt hier eine wegnehmen. Wir können uns ja nur langsam annähern, bis wir gleich so ein Duell haben. Duell. Warte mal. Oh, doch. Doch, doch. Wenn wir jetzt die nehmen, haben wir gewonnen. Das also... Na los, du musst deine Kugel nehmen. Aber das hieße ja, ich hätte verloren. Das hieße oh mein Gott. Aber ich verliere nie. Das wäre auch besser. Was würde dein Volk sagen, wenn der gottgleiche Pharao gegen einen Sterblichen verlieren würde? Das darf es nie erfahren. Du könntest mich mit etwas bestechen. Ja, oder ich könnte dich von meinem Golem zerquetschen lassen. Eine Bestechung? Nicht. Hervorragende Idee. Ja, ich weiß. Ist mir einfach so eingefallen. Was willst du haben? Das Buch der Toten? Es gehört dir. Juhu! Dafür verrätst du niemandem, dass ich die Tempeldienerin beim Umziehen beobachtet habe. Abgemacht. Was zur Hölle? Gut, wir klauen uns jetzt das Buch der Toten und beenden damit auch die Folge direkt. Das Buch der Toten. Was jetzt? Fehlt nur noch der Kompass. Ach, auf zum roten ja, Piraten. Der Pirat. Gut, das mal natürlich in der nächsten Folge machen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.